500 Jahre hat es gedauert. Jetzt ist es endlich soweit. Halloween ist offizieller Nationalfeiertag. Aber nur in diesem Jahr. Das nächste Mal ist wieder in 500 Jahren. Herzlich willkommen zu Von Lutti bis Mutti 500 Jahre. 500 Jahre und kein bisschen weiser. Ja, das passt zu Berlin. Ja. Berlin ist ja die Stadt der zwei großen Konfessionen. Mhm. Muslime und Atheisten. Wir wollen heute aber über was völlig Abgespacedes reden. Christentum. Ja, denn jede Religion, die weiß, dass sie die eine Wahrheit kennt, spaltet sich ja irgendwann. Ja. Dem Luther ist die Gründung der evangelischen Kirche einfach so passiert. Ja, ja, genau. Da gab es diese berühmte Pressekonferenz, ja. Und da wurde er gefragt, Herr Luther, ab wann treten diese 95 Thesen in Kraft? Strikt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Und seitdem sah Luther die Kirche doch. Ja. Ja, und seitdem gibt es zwei christliche Strömungen, die Liebe predigen, während sie die anderen abschlachten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken? Oh, diesen Unterschied, das sieht man ganz deutlich an der Margot Käßmann. Protestanten missbrauchen nur Alkohol. Thank you.